So, ja, das ist es, Chat. Machen wir wieder zwei Reihen oder machen wir heute zwei Gambas? Eine Gamba für eine Reihe und dann noch eine Gamba für zwei Reihen. Machen wir zwei Gambas heute? Zwei Reihen, eine Gamba. Zwei Reihen, eine Gamba oder zwei Gambas für jeweils eine Reihe? Zwei Reihen, eine Gamba. Eine Gamba, zwei für den Spice. Zwei Reihen, eine Gamba. Zwei Reihen, eine Gambussi. Hab seit gestern keine Punkte mehr. Eine Gamba, ja, okay. Machen wir eine Gamboni. Gamboni, Gambussi. So. Vorhersage starten. Schaffen wir zwei Reihen. So, ich gebe euch wieder ein bisschen länger Zeit, ne? 20 Minuten Zeit habt ihr. Müsst jetzt also nur nicht jetzt voten. Macht euch schnell irgendwie ein Foto, ein Screenshot mit dem Handy oder sonst was. Fotografiert es euch ab, damit ihr euch merken könnt und dann Bescheid geben könnt, wenn was passiert. Also wir machen das wieder wie jeden, wie die drei Male davor auch. Und zwar, das Feld blenden wir beim Spielen aus, damit wir uns voll auf die Atmosphäre und das Game konzentrieren können. Und nach dem Spiel, wenn wir das durch haben, gehen wir durch und markieren die Felder. Nicht im Game, sobald etwas passiert, direkt wird aufgemacht und markiert, sondern machen wir immer nach dem Spiel. Das heißt, wenn etwas passiert und ihr merkt, dass es gerade irgendwie im Chat untergegangen oder sowas, dann dürft ihr gerne auch einen Clip machen, damit ihr dann als Beweis habt. Ne? Das hatten wir ja beim letzten Mal gehabt, dass ganz am Ende des Bingos, beim letzten Spiel, als alles zu Ende war und wir dann saßen und gesagt haben, okay, schade, uns hat ein Feld gefehlt. Dann kam einer und hat gesagt, aber bei Spiel 1 vor 4 Stunden, da ist genau das und das passiert. Du hast es nicht markiert. Das ist halt dann zu spät. Ihr müsst das mir halt dann schon rechtzeitig Bescheid geben. Ja, am besten im Chat schreiben, also wenn ich soweit bin, dass wir das Bingo markieren und so weiter, schreibt dann im Chat gerne rein. Wenn ihr merkt, dass irgendwas fehlt oder was übersehen wurde, schreibt's rein. Wenn ihr merkt, dass der Chat nicht auf euch reagiert und ich mich auch nicht auf euch reagiere, dann macht am besten direkt einen Clip oder so. Aber ja, am Ende wird sich eh gestritten, ne? Let's go! Das gehört dazu, ja, das ist der Teil einer Gambussi. Wie viele Games haben wir denn heute? Zu viele. Auf jeden Fall genug, dass wir bis 10 Uhr zu tun haben. So, fangen wir doch damit an. Ich denke, wir haben so viele Spiele, dass wir es heute nicht mal alles schaffen. So müsstet ihr das sehen. Jetzt müsstet ihr es sehen, oder? Start a new game. Perfekt. Du kriegst ein Achievement, weil du ein Spiel startest. Oh mein Gott! Ja, ist doch gut! Okay, also
Wir scheinen wohl in einer Welt zu leben, wo die Leute seit einem Jahr plötzlich aufwachen und alles vergessen haben. Deshalb haben die wahrscheinlich hier alle zu Hause haben so eine VHS liegen, seit einem Jahr, wo die sich selbst aufgezeichnet haben, wie sie gesagt haben, yo, hey, Keggy, wenn du aufwachst und das hier siehst, dann hast du gerade alles vergessen. Denk dran, du bist ein toller Mensch, du hast keine mentalen Probleme, du bist topfit. Das sind all deine Eigenschaften. Wo kann ich denn das da nicht reinstecken? Wie es aussieht, nicht. Police have resumed the investigation into the disappearance of 13 children. Detectives say they have received new leads from a source who wished to remain anonymous. Mayflower's school is being searched. The management declined to comment. Okay. 13 Kinder verloren. Verschwunden. Und wir sind derjenige, der die Kinder gekidnappt. Junge, was ist dieser Filter? Das tut ja mega in den Augen weh. So, sehe ich jetzt das VHS-Ding? Ist kein VHS, ist ein Receiver, aber kein VHS-Gerät. Bingo verpasst. Nee, kannst du noch voten. Ja, machen wir überall erstmal Licht an in der Butze. Junge, was ist dieser Pixel-Shit? Der ist ja mega aggressiv. Ich glaube, im Stream sieht das richtig fürchterlich aus, oder? Ich glaube, ich kann ihn ja auch nicht runterschrauben. Nee. Brennt in den Augen, geil. Oh mein Gott, wieso erschrecke ich mich davor? Ich bin ein Trottel. Okay, wir scheinen Familienpapa oder Familienmama zu sein. Aha. Cool. Ich schaue einfach nur dich an, Keggy, dann tut's nur halb so doll weh. Ja, ich glaube, das ist ein kurzes Spiel. Wir müssen diesen Schmerz nicht lange erleben. Mhm. Dreckiges Geschirr? So, hier ist noch ein Zeitungsstück. Darling, Daniel will coming over today. Can you buy some meat and veggies for dinner? And don't forget to buy ice cream for Alice. Thank you. Ja, dreckiges Geschirr ist eigentlich immer ein easy pick. In jedem Horrorspiel kommt eigentlich immer eine Küche vor. Ja. Cool, aber wo stecke ich jetzt meine Kassette rein? Und ich hatte ja vorhin einen Schlüssel gefunden. Wofür ist der Schlüssel? Small Key. Use. Okay, hier muss man ihn usen. Ach so! Ich glaube, ich habe hier so zwei Leute umgebracht.
Und dann bin ich eingeschlafen und habe alles vergessen. Warning, citizens. Police department is informing about increasing number of home invasions. To protect your property and family, it is necessary to keep the firearms near you. Warning, citizens. Police department is informing about increasing number of home invasions. To protect your property and family, it is necessary to keep the firearms near you. Der hat irgendeine Maske getragen, ja. Er war komplett schwarz gekleidet und hatte eine Maske an. Eine weiße Maske. Ja, das bei der Sonnenfinsternis in Amerika passiert. Ich stecke in der Couch fest. Ich stecke in der Couch fest. Bitte hol mich aus der Couch raus. Oh mein Gott. Du scheiß Puppe. Daniel und Susan. Er hat sich bewegt? Der lebt? Der redet? No, please don't shoot, please. Who are you? I'm Toby. Toby. Sir. Plushy Toby. Who am I? Ich gehe mal auf die andere Seite. Ja, where am I? You are here. The closest to where you are from... Was? You are here. The closest to where you are, you are from. How do you remember yourself? What's behind the door with an eye? What's going on here? Everything is going as it goes. Familiar events. What's behind the door with an eye? Toby. Toby doesn't know, sir. Something scary. Soll ich Toby töten? Nee, das ist ein Süßer, oder? Daniel Bryan, Daniel Susan. Ich dachte, das ist irgendwie der Flur, aber das scheint noch zu unserer Wohnung, Haus zu gehören. Junge, was ist dieses Licht? Da ist Auge, Chat. Tobi ist ein Einbrecher. Oder was sucht er in deiner Wohnung? Moment. Achso, das hat sich jetzt hier geändert. Ja, wir wissen ja nicht, ob... Vielleicht sind wir der Einbrecher. Weil es hieß ja am Anfang, yo, seit einem Jahr wachen Leute auf und haben vergessen, wer sie sind, wo sie sind. Und bisher sieht das so aus, als wäre ich ein Typ, der hier reingegangen ist, die Familie umgebracht hat, und dann eingeschlafen ist und alles vergessen hat.
Oh, oh. Was war das? Es ist ein Schatten durchgelaufen oder so. Nein, Tobi wird mir nichts tun. Tobi ist ein guter. Aye, wieso macht das so alles so komische Geräusche? Taschenlampe. Kann ich die haben? Ja. Okay. Er ist nicht mehr ganz so dunkel. Ich bin zweites Stockwerk gefahren und zweites Stockwerk sieht aus wie ein Keller. Vielleicht sind mit dem, was vom Fernseher kam, mit Einbrecher ja auch dieses Monster gemeint und nicht der Protagonist. Kann natürlich auch sein, aber wieso schlafen wir in einem Haus, wo die Leute tot sind und eine Knarre auf dem Boden liegt? Ach so. Hey, was war das? Was habe ich da gefunden? Eine kopflose Statue. Also Tobi hatte nur ein Auge. Also der hat eindeutig eine kriminelle Vergangenheit. Aber ich habe keine Tattoos gesehen. Wo klingelt's denn? Wer ist der nackte Typ, der mich im Keller verfolgt? Oh no, escaped. Ja, gute Besserung, Mann. Vielleicht bis später. Wenn nicht, dann Kussi. Gute Besserung, bis morgen. Okay. Oh mein Gott! Dieser Typ! Kann er bitte damit aufhören? Okay, Sackgasse. Schritte? Musik? Hinter mir. Vielleicht muss ich ihn schießen, anschießen. Der gibt mir jetzt, also das Spiel gibt mir jetzt ein paar Momente, wo ich ihn töten kann. Und wenn ich es nicht tue, dann kriege ich irgendwie ein anderes Ending. Aber ich kann ihn jetzt schon töten. Das ist bestimmt er, ne? So sieht er aus. For outstanding service in the police service, the sheriff's department awards the rank of lieutenant to officer Brian Carrington. We wish you success in your service and achievements in your new position. Ich denke mal, wir sind vielleicht Brian? Das Game macht mir Legend Angst, dann ist es ja gut. Alles richtig gemacht, oder? Okay, ich habe einen Schlüssel. Wofür habe ich einen Schlüssel? Rusty Key. Wir hatten hier ein paar Türen gehabt, die nicht aufgingen, ne? Die nicht. Hä? War hier nicht vorher ein Bett? Hat sich der Raum geändert? Okay. Der ist nicht für diese Tür. Immer hinter dich schauen, bitte. Ja, ich habe auch Angst, dass er gleich wieder hinter mir plötzlich steht. Und wir haben noch die kopflose Statue. Die sieht aus wie so ein Gewicht für irgendwas, was man irgendwo hinstellen muss.
Fingen Mechanismus. Oh, jetzt habe ich vergessen. Ich habe letzte Woche gesagt, wir müssen mal in ein Bingo-Dingens reinpacken. Silent Hill-Referenzen. Weil das hier klingt wie Silent Hill. Wir wissen selbst nur nicht, worum es geht. Wir sind in einer random Wohnung aufgewacht, da liegen zwei Tote. Pistole geschnappt und let's go. Raus hier aus diesem Drecksloch. Ja, pack es ins Bingo als 26. Feld. Irgendwie mir gerade ein bisschen zu leise hier. Bisschen zu still. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich werde innerhalb der nächsten Minuten gleich die Stille ziemlich schnell stören, indem ich losschreie wie so ein Vollidiot. Der ist noch eine VHS. Wie kann ich die denn angucken? Hey, Official Hacker. Bitte hack mich nicht. Okay, hier ist zwei Munition-Clips. Das heißt, gleich wird's richtig wild, oder? Hey, die Tür ist zugegangen. Hallo? Ach, du mieses Ficksau. Du scheiß Schwanzgesicht. Boah, wisst ihr, was auch funny wäre? Genau dieses Szenario. Du kommst in diesen Raum hier rein. Durch diese Tür. Die Tür geht zu, plötzlich hinter dir. Licht geht aus, wie auch jetzt. Der Fokus ist auf dieser Tür. Du siehst, wie diese Klinke hoch und runter geht. Jemand knallt gegen die Tür. Und dann geht, wie auch jetzt, diese Tür so langsam auf und denkst dir, fuck, da kommt jemand raus. Und dann bricht diese Tür auf und da rennt irgend so ein krasses Viech auf dich zu. Okay, gut, ich habe aus Versehen die Taschenlampe ausgemacht und dann habe ich ihn nicht mehr gesehen. Alter, Frosch hat vorhin gesagt, ich soll ins Bingo reinmachen, totes Kind. Und ich dachte mir, was für ein scheiß Freak bist du? Erstes Spiel, wir haben ein totes Kind. Ja gut. Ja, Frosch hat das Bingo jetzt gewonnen. Noch eine Statue. Mayflower School thanks Carrington Church for organizing a children's summer camp to the church. Ja, das haben wir auch vorhin gelesen. Es geht um irgendein Mayflower Shit. Schule, nicht Kindergarten. Wo 13 Kinder verschwunden sind.
Es ist halt gerade alles so wild zusammengewürfelt irgendwie, ne? Der Fernseher geht an, es wird gesagt, yo, wenn Sie gerade aufwachen und Sie erinnern sich an gar nichts, keine Sorge, das ist eine Krankheit, die seit einem Jahr oder so am Laufen ist, bla bla bla, das passiert momentan vielen. Danach finden wir plötzlich zwei Leichen mit einer Knarre. Freeze? Hallo? Bin ich noch online? Bin ich noch online? Okay, bei mir ist kurz gerade alles gefreezed. Und meine Stream-Vorschau ist auf einmal so gestaucht. ich bin auf einmal ganz schmal. Hä? Wieso ist auf einmal mein Stream gestaucht? Aber ihr seht den Stream ganz normal, oder? Ihr seht ihn ganz normal, okay. Ja, das ist echt scheiße, weil das Spiel soll in einem Rutsch durchgespielt werden und es hat keine Save States. Wir müssen jetzt einmal durchrennen. Junge, ich gucke jetzt auch immer auf den Bildschirm rüber und es ist die ganze Zeit gestaucht. Es ist irgendwie alles so wild zusammengewürfelt. Wir haben halt diese Thematik, wie gesagt, mit dieser Krankheit. Dann auf einmal diese zwei Leichen mit der Pistole. Dann aus dem Nichts brechen irgendwelche komischen maskierten Typen ein. Gleichzeitig geht es aber um irgendeine Schule, wo 13 Kinder verschwunden sind. Und dann werden wir verfolgt von irgendeinem halbnackten, nicht halbnackten, sondern irgendeinem nackten Typen. Chat sieht man nicht. Ja, und dann erschieße ich auch noch ein Kind. Ja, keine Ahnung, wieso Chat nicht geht. Wird wahrscheinlich gleich schon wieder von alleine gehen. So. Wir nehmen wieder die VHS mit. Ansonsten gab es hier gar nichts, ne? Zettel gab es hier. Dann bin ich hochgelaufen. Weiß gar nicht mehr, wo der Schlüssel war. Wo habe ich den Schlüssel gefunden? Wo habe ich nochmal den Schlüssel gefunden? Hä? Was war das denn? Ah, hier. Hier habe ich den Schlüssel gefunden. Dann hier hoch. Hä? Hä? Wieso funktioniert der Schlüssel diesmal nicht? Hä? Muss ich erst den Jumpscare hier forcieren? So, jetzt kommt der Jumpscare. Jumpscare. Okay, man, es ist gescriptet. Man muss erst die Glühbirne platzen lassen. So, dann haben wir jetzt die Knarre. Und der Spaß beginnt. Ah, Chat ist wieder da. Daniel. Warning, citizens. Police department is informing about increasing number of home invasions. To protect your property and family, it is necessary to keep the firearms near. So, der zweite war hier. Er erwischt einen immer. Das ist, denke ich mal, ausgescriptet. So. Hier ist dann der Typ. Zettel. Ups.
Der labert jetzt seinen Scheiß runter. Yo, please don't shoot. Ja, ich schieß schon nicht. Ich weiß nicht, wie wichtig es ist, mit ihm zu reden. Aber machen wir einfach mal. Ja, diesmal bin ich nicht in der Couch stecken geblieben, sondern in der Flurwand. Schießt er wieder auf seine Kinder? Ich musste vorhin ein Kind töten, aber es war, glaube ich, nicht meins. So, okay. Ja, andere Kinder ist okay. Na, ich wollte nur die Aussage korrigieren. Er hat gesagt, ob ich wieder meine Kinder töte, aber ich töte nicht meine Kinder. So, wir sind dann erst nach rechts. Hier nach rechts, hier gab es nur den Schlüssel, ne? Hier kommt jetzt der Nakidai, der mich hier verfolgt. Ansonsten gab es hier, glaube ich, gar nichts, ne? Munition vielleicht gab es da. Ja, passt schon. Passt schon! So. Dann bin ich hier rein. Hab hier den Schlüssel benutzt. Zack, zack, zack. Bin ich hier lang gelaufen? Ja, ich bin hier lang gelaufen. So, dann hier den Schlüssel, die Munition, Tür geht zu. Und jetzt muss ich wieder das Kind töten. Diesmal vielleicht nicht panisch die Taschenlampe ausmachen. Wieso kommt die nicht? So. Okay. Dann habe ich das Ding eingesammelt und dann ist das Spiel abgestürzt. Ich hoffe, diesmal stürzt es nicht ab. Dann wird meine Vorschau wahrscheinlich noch mehr gestaucht. Aha, paranormale Aktivitäten. Sicherungskasten. Oh mein Gott, dieser nackte Typ! Der hat vier Arme! Oh, sie ist wieder weg. Die sagt, ich soll wieder zurückgehen? Nein. Was? Chat, ich habe die zweite VHS vergessen. Was? Was? Ah, ich bin jetzt im Kreis gelaufen. Wo war die zweite VHS? Die war, glaube ich, einfach hier irgendwo im Gang, oder? Police officer is brutally killed. Anticipated police is investigating. Okay. Ist das der Brian, der getötet wurde? Von dem wir vorhin gelesen hatten, dass der ja so geile Arbeit gemacht hat, dass er befördert wurde? In so einer Kiste? Ja, es lag irgendwie auf dem Boden, ne? Ah, da. Okay. Zweimal noch keine Möglichkeit gefunden, die zu schauen. Aber werden wir wahrscheinlich gleich noch finden. So.
Und die Frau hat mich ja wieder hierhin geschickt. Also, I guess, wir fahren wieder zurück und können jetzt vielleicht bei Tobi da oben irgendeine der Türen aufmachen. Okay, wir scheinen noch nicht fertig zu sein. Hier ist noch irgendwas. Da müssen wir irgendwas hier öffnen. Who is he? Ich meine, wir können wieder mal zurückgehen. Und die eine Tür hier, wo es klingelt, vielleicht dafür. Ja, okay. Was zum freaking... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, ich bin wieder zurück. Noch eine Statue, noch eine Kassette. Hier können wir uns gleich alles anschauen. Motherfucker. So, wir machen unsere kleine VHS-Session. Schön in Ruhe, entspannt. Tür zu. A key with the word help caught in it, on it. Okay. Ich kann damit halt nicht interagieren. Okay. Wahrscheinlich hätte ich schon am Anfang das so machen können, indem ich den Fernseher direkt mit Tab anklicke. So, das ist die Schule, wo die 13 Kinder verschwunden sind. Die Mayflower School. Oh! Das sind die zwei Toten. In dem Haus, in dem wir aufgewacht sind. Das ist die Frau, die lebt da noch. Ja, das ist wahrscheinlich Lucy. Das ist wahrscheinlich Lucy und Brian. Und wir haben Lucy und Brian getötet. Und die haben noch ein Kind, Daniel. Nein, es stürzt wieder ab. Ach, Mann. Aber das Spiel war actually interessant. Aber ich werde jetzt nicht nochmal spielen, Chat. Das Spiel war actually interessant. Wenn ich meine Vorschau deaktiviere und aktiviere, Chat, bleibt sie trotzdem gestaucht. Bleib gestaucht. Der Chat ist halt auch gestaucht. Ihr seid auch alle gestaucht. Okay, gehen wir durch, Chat. Nee, ist nicht weiter gestaucht. Das ist, die gleiche Stauchung ist geblieben. So, ja, ich habe das Spiel abgebrochen. Wir hatten actually Gameplay. Story wird nicht über Zettel erzählt. Wir hatten auch Anrufe und Fernsehschnipsel. Happy End, Doggo, keine Ahnung, gutes Spiel.
Es ist jetzt die ganze Zeit abgestürzt. Es ist kein gutes Spiel, wenn es die ganze Zeit abstürzt. Aber es wäre, wahrscheinlich hätten wir es durchgezogen ohne Abstürze, dann wäre es wahrscheinlich eigentlich ein gutes Game gewesen. Aber ja. Wall of Text, nee, schlechte Übersetzung, nee, Bart oder Glatze, nee, Augen, Protagonist stirbt, dreckiges Geschirr, mir eine schlechte Story, Luigi Brett Streichhölzer als Item, Blut hatten wir auf dem Boden gehabt, ja. Und halt natürlich die zwei toten Menschen und das Kind und so. Spieluhr, ASMR hatten wir alles nicht. Wir hatten ein Auge. Wo hat mir denn ein Auge? Ja, in der Tür, stimmt. In der Tür hat mir ein Auge. Ja, klar, genau. Der cool aussehende Raum mit den ganzen Leichen. Natürlich, ich bin gerade im Blut geschwommen. Hatten wir Blut? Ach ja, stimmt, da waren zwei Leute tot. Digga, du bist literally im Blut geschwommen. Vor 5 Minuten. Aber ja, okay. Ich denke, das war's, ne? Noch irgendwelche Einwände? Irgendjemand noch irgendwas gesehen, was ich übersehen habe? Der Dude, der ihn verfolgt hatte, Glatze. Das war nicht mal ein Mensch, Diggi. War das also das erste Game? Ja. Es wäre wahrscheinlich echt ein cooles Game gewesen. Aber sehr schade, dass es nicht funktioniert. Zählt dennoch? Nö, zählt nicht. So, okay. Das hatten wir letztes Mal gehabt. Das hatten wir letztes Mal gehabt. Was, Luigi-Brett? Das ist Witcher-Brett. Ich nenne es halt immer Luigi-Brett. Das Brett mit dem Alphabet und mit den Zahlen, wo du mit so einem Ding immer durchgehst, weil ein Dämon deine Hand kontrolliert oder so. Was war der Twist am Ende? Hab's verpasst. Der Twist ist, dass das Spiel zum zweiten Mal abgestürzt ist, weil PC-Gaming für den Arsch ist. Das war der große Twist am Ende. So, kommen wir zum nächsten Spiel. Es ist Kunkun-Night. Es kam im Januar raus. Und es ist wohl ein Meme. Nach dem Spiel kamen ein paar andere Spiele, die das noch weiter gememt haben. Aber das ist wohl die Origin. Und die Origin war wohl ganz okay. Auch wenn es ein Meme ist. Wir schauen uns mal an, was es ist. Ich kenne den Song nicht, keine Ahnung, was es ist. Two and a half years ago, in a place far from the city, a century-old high school was abandoned. Before the abandonment, students often claimed to meet a man named Kunkun at night. No one knows why Kunkun appeared at school. The only thing we know is that there was a saying circulating among students. Genitai Mei. The story is pure fiction and any similarity is purely accidental. This game contains scare elements. Okay. Nee, nicht cool, Jako. Kunkun.
Das wird auf jeden Fall kein Spiel, was wir lange spielen, denke ich. Hab was davon mitbekommen. Ja, das war im Januar. Hatte einen kleinen, irgendwie einen kleinen Hype gehabt oder so. Ich werde mir das jetzt nicht durchlesen. There's a key hidden in the bookshelf. Go and check. Die Controls, ja, es war in so einer Minischrift gelesen. Ich sitze vorm Bildschirm und ich kann die Schrift nicht lesen, weil sie so klein ist. Da sind fit. Okay. Gehen wir ins nächste Spiel rein, ne? Wer hätte gedacht, dass dieses... Taschenlampe ist echt super. Aus dem Mickey Mouse Heft bekommen, die Taschenlampe bestimmt. Okay, hier sieht man es mehr. Cosmo! Das Spiel kennst du? Wow, das soll richtig gut sein. The Black Cat. Mickey Mouse Heft hatte ich als Kind gern gelesen, aber die Gadgets waren immer Trash, ja. Die Gadgets waren komplett Trash. Aber ich habe nur gekauft wegen den Gadgets. There is no news. Hello there! You're Mike, correct? Ja, ich bin Mike Muse. Ja? Hallo? Willst du noch weiterreden oder ist das jetzt durch? Ist das Gespräch durch? Ah. Radio Station, this is your main device. You have three main buttons. News, get the content of a signal. Broadcast, talk to the public. Music, mute, unmute music. Keep your eyes peeled for alert lights. Okay, Chat. Wir betreiben ein eigenes Radio, so Technobase FM, Alter. Let's go. Und wir müssen wahrscheinlich über gruselige Dinge berichten. Ja, redest du noch weiter mit mir oder wie sieht's aus? Okay, das sind die Musik, die ich auswählen kann. Es gibt kein Gadget vom Mickey Mouse Heft, das ich bis heute noch habe. Die Mega Heroes, diese Anime-Zeitschriften, die hatten früher auch immer so Gadgets gehabt. Und es gab bei einer Zeitschrift davon ein Detektiv Conan Gadget. Diese Uhr von ihm, wo da so ein paar Dinge drin waren. Unter anderem so ein Schlauch, was du dir dann unter deinen Pullover so klemmst und versteckst.
und dann halt drauf drückst und dann spritzt da Wasser raus. Das war quasi die Betäubung aus der Serie. Leider, ich kann irgendwie nichts machen. Ich kann auch nicht mehr aufstehen. Ich weiß nicht, ob das gerade ein Bug ist. Report a bug. Oh, jetzt geht's weiter. Nice to meet you. I'm William, the one who was at this post before you. I'll be guiding you through the basics of our operation. Man muss Leertaste drücken. Our task here is rather straightforward, old chap. We are in charge of broadcasting music and news for the townsfolk. This equipment in front of you is your main focus. It's where you receive news from Haddon Central, communicate with the public and control the music. Speaking of music, you have a splendid vinyl player on your right. Simply place record on top and push the button. There are a few other things you will need to keep an eye on, but I will let you discover those for yourself. You know, one only truly learns by doing. But if you feel lost there, there is a broadcast manual right beside you for reference. Habe ich schon gelesen. In any case, have a good night and I will be keeping watch over things. Okay. Kann ich jetzt irgendwie... Ah, okay, da, ich hab's geworfen. Okay, dann starten wir die Show, I guess. Hallo Leute und willkommen zu meiner neuen Sendung. Ich bin neu hier in Radio Void Whispers und heute schallere ich euch die geilsten Beats aus dem Void. Good evening, citizens of Cosmos City. I'm your new voice on the airwaves, here to bring you the latest news and music to your home. I hope you can have a great time together, so keep your dials locked to Cosmo Radio for all you need. Let's enjoy the night. Okay, was ballern wir für einen Banger raus? Ich will die Fische. I need to synthesize the radio first. Hallo? William? William, was muss ich tun? Ich weiß nicht, was Synthonize bedeutet. While my heart is in rags,
Okay, Antenne kalibrieren. Okay, ich habe die Antenne kalibriert. I've always obeyed, but I'm not afraid to tell you I'm sorry I did. I'm not throwing stones at my daddy. I'm not finding fault with my mom. But when they went and picked me up, es piept und ich dachte, muss irgendwas synthonizen. I was sold to the highest bidder, a millionaire grizzled and gray. Ja, aber ich weiß nicht, welche Frequenz. Wer weiß ich denn, welche Frequenz? Honor thy father and mother. Is a commandment that comes from above. But even if you have to break it. Er hat mir nichts über Frequenzen gesagt. So schnauze jetzt. I don't have anything to say right now. Ja, ich bin mies ungelernt. Eigentlich baue ich Flugzeuge. Ich verstehe das Spiel nicht. Vielleicht muss ich das da treffen. Ja, das war doch ein Treffer. Das war doch ein Treffer. Da ist er drin. ja gut. Moment, ich kann aber mal versuchen rauszugehen. Kann ich auch nicht, ne. Schaffen wir die 100. Ich denke, wir bleiben bei der 2, denn ich bin durch mit diesem Spiel. Ne, wir hatten nichts. Wir hatten nichts gehabt zu markieren. So. Kommen wir zum nächsten Spiel. Wie fühlt ihr euch gerade, Chat? Wenn ihr euch gerade ganz normal fühlt, dann ist es genau das Spiel für euch. Dann könnt ihr vielleicht ist es für euch jetzt ziemlich immersiv, wenn ihr euch normal fühlt. Leer, ich fühle mich leer. Bra, wie immer. I feel normal. Das freut mich. Wieso ist das VOD mit Frank Rosin von gestern nicht mehr auf Twitch? Die sind generell nie auf Twitch. Weil ich nicht weiß, wie das rechtlich da geregelt ist. So, let's go! Okay. New game. Der Frühling. Fertig, Credits. Meisterwerk.
Hallo? Oh. Ein Maisfeld. Wie heißt die Story von Stephen King mit dem Maisfeld? Bestimmt heißt das Corn. Wir laufen da rein und dann werden wir dort in einem ewigen Loop verschwinden. Und dann hat es plötzlich einen Zeitreiseplot oder so. Das war ja irgendwie so ein... Ich glaube, das war von Stephen King. Is that corn? Okay. Do you know who killed me? $12,000 Reward und schon wieder geht's um tote Kinder. Ein Bett im Maisfeld, das heißt doch nicht so, oder? Kinder des Mais, nein. Ich gehe ziemlich langsam. Ich glaube, ich habe nach diesem Autounfall irgendwie bin ich, glaube ich, gerade so ein bisschen durcheinander. Hab Kopfschmerzen, sehe alles ein bisschen verschwommen. Noch mehr Kinder sind verschwunden. In the tall grass, genau. So hieß das. Yeah. Junge, du kannst ja hier in dem Ort einfach reich werden. Bei dem einen Kind kriegst du 12.000, hier kriegst du 5.000. Doch, das hieß Children of Corn. Nein. Oder ich habe halt den Film gesehen. Der Film hieß bestimmt In the Tall Grass, aber das Buch heißt dann wahrscheinlich Children of Corn, oder? Hier ist noch mehr Cash. Da ist irgendwie ein halber Freizeitpark. Es gibt beides. Hat das eine mit dem anderen nichts zu tun? Okay, es ist irgendein Freizeitpark auf dem Bauernhof. Okay. Beides von Stephen King. Oh Mann. Aber in welchem von den beiden geht es denn darum, dass man in so einem Maisfeld, in so einem Dingens rumrennt und dann sind die da plötzlich in so einem Time Loop gefangen und kommen dann nicht mehr raus? Das ist das Handschuhland. Ja, true. Junge, wie langsam ich gehe. Das war in the Tall Grass, okay. Dann ist Children of Corn nochmal was anderes. Im Deutschen hieß es aber Kinder des... Ja, auf jeden Fall Kinder des Zorns oder Children of Corn oder Kinder des Maises. Das meinte ich auf jeden Fall nicht. Mir ging es in the Tall Grass. Hallo, Entschuldigung, ich habe einen Unfall gebaut. Mein Auto ist kaputt. Ich liebe mein Auto. Ich habe mein Auto Lucia genannt. Und es ist jetzt kaputt. Und mein Bein tut weh. Und ich kann mich an irgendwie gar nichts mehr erinnern. Können Sie mir bitte helfen? Oh, danke. Was ist denn hier passiert? Der hat aber echt wild sein Steak geschnitten. Fuck! Ich hab vergessen, heute Brot zu kaufen. Ich wollte einkaufen. Scheiße. Bananen? Es wobbelt alles so ein bisschen irgendwie.
das basiert bestimmt auf der Story von Stephen King. The House in the Tall Grass of the Childrens. Der wird gleich sowas von angehen. Jumpscare! Da ist ein random Messer. Da ist einfach der Joker. Das Blut sieht irgendwie echt scheiße aus, oder? Ja, irgendwie ist hier gar nichts. Ich komme auch nicht mehr raus. Oh, Moment, hier ist was Neues. Das sieht aus wie eine Fake-Wand. Oh. Zu? Das Blut ist ja auch nicht echt, du Dussel. Ah. Ja, ich habe die Lore nicht gecheckt. Ich habe das Buch nicht gelesen von Stephen King. Okay, es verschwindet immer mehr und mehr. Ich habe ja einen kompletten Trip hier nach dem Unfall. Out of service. Der Raum wird immer kleiner. Die Wände kommen immer näher. Die Wände kommen immer näher. Okay. Ja, lass mich rein. Das Wobbeln ist schon unangenehm. Ja, das ist dieser Texture-Warp-Effekt. PlayStation 1 und so. Das ist Nostalgie, okay. Ach so. Okay. Ich bin durch die Zeit gereist. Das Blut ist weg, die Kartons sind weg. Okay, nee, das Blut ist noch da. Ich habe neue Schlüssel. Es ist weniger Blut und das Spinnennetz ist weg. Ich bin durch die Zeit gereist. Okay. Slenderman? Is that you? Das Auto stand vorher nicht da, oder? Scheiß Spiel, hast dich erschreckt? Hallo, geht's Ihnen gut? Herr Mann? Okay, wir haben Schlüssel. Vielleicht kann ich jetzt irgendwie in den Keller rein oder so. Ja, und das beim Essen. Hast du alles ausgespuckt, so jetzt auf die Tastatur? Hast du irgendwas Feines gegessen, wie sowas wie Bulgur oder so? Und jetzt hast du ganz viel Bulgur zwischen deinen Tasten. Ich kann leider nicht springen. Vielleicht muss ich irgendwie eine Leiter suchen oder so. Junge, ich bin so langsam. Ich glaube, wir können mit den Schlüsseln ins Handschuhland. Ich glaube, meine Alerts sind kaputt gegangen, seitdem das Spiel einer abgestürzt ist. Ich habe vor 9 Minuten einen Sub bekommen von Happy Kato und gerade eben von Mirkulus. Es kommen aber keine Alerts. Weil ich es ausgemacht habe. Huch. Da. Mirkulus, Dankeschön für 15 Monate. Und da. Happy Katsche, Dankeschön. Für 10 Monate.
Und Draghi, Dankeschön für 62 Monate. Wenn du willst, gehe ich mit dir in den Call und immer wenn Sub Raid Dono kommt, mache ich die Alerts a cappella. Ach so. Hat funktioniert. Dankeschön für die 3 Euro. Ja, ich habe vorhin, als okay, jetzt wobbelt's ganz komisch. Als ich vorhin die Prediction-Leiste, die Gamba-Leiste ausgemacht habe, habe ich, glaube ich, mich verklickt. Ticket Office. Okay, wir sind im Handschuhland, Chat. Let's go. Das Handschuhland, wo ganz viele Kinder verschwunden sind. Ist das ein Clown? Das ist ein Clown, oder Chat? Parade Road. Ich glaube, das ist ein Clown, oder? Boah, lauf doch schneller! Hello, lieber Developer. Your game would be making viel mehr Fun if it's not so slow, Digga. Please make a patch with schneller walking. Because I know slow walking can make some nice atmosphere, but this shit is no atmosphere. This shit is straight up boring, Digga. Riesenrad, Riesenrad ist da hinten. Ich hab den Strom. Oh mein Gott, ich dachte, hier steht einer. Ich habe einen Strom angemacht, glaube ich, für den ganzen Laden hier, ne? Vielleicht geht jetzt hier der hier auf? Nee. Boah, ich glaube, meine Zeit ist mir viel zu kostbar, um dieses Spiel weiter zu spielen, oder, Chat? Unsere Zeit ist uns zu kostbar, oder? Auf dem Schild steht der Code. Hier? Nee. Welches Schild? Ladies and fellas. Keep rolling, rolling, rolling. Kommt darauf an, was du so noch in der Pipeline hast. Ich habe noch recht viel, aber ich glaube, egal was davon heute gleich noch kommt, alles wird spannender sein als das, was wir hier gerade erleben. Vielleicht hat er einfach Sprinten auf eine sehr weirde Taste gelegt. Ein FNAF-Sequel kommt nächstes Jahr, meinst du, zu dem Film? Du schleichst dich rum, als wärst du der Übeltäter. Vielleicht ist das der Plot-Twist. Ich glaube, ich habe einen Jumpscare übersehen. Irgendwo ist bestimmt irgendwas Spoopiges aufgetaucht. Aber ich habe genau in dem Moment da nicht hingeguckt. Ja, Labyrinth mit dem Speed ist schon geil, ne? Ist ein bisschen irgendwie triggernd. Drücke die ganze Zeit auch unkontrollierte und nicht gewollt auf die Shift-Taste zwischendurch. Und stelle dann immer wieder fest, oh mein Gott! Arschloch-Game! Handschuhland!
erstmal grüßen. Heftige Gang Signs. Aha, drei Finger. Ich glaube, ich bin da was Großem auf der Spur. Okay. Diesmal habe ich Jumpscare nicht übersehen. Wie die Musik wegploppt. Zwei Finger. Ist das ein Auge? Da liegt, okay, jetzt, die liegen einfach verteilt Körperteile. Boah, werdet ihr bei dem Spiel gerade auch so ein bisschen müde? Ich bin wieder draußen. Und somit bin ich auch raus aus diesem Spiel. Ich bin mega müde. Ja, Junge, ich weiß nicht, ob ich jetzt aus diesem müden Loch rauskomme. Ich bin jetzt in so ein müdes Loch gefallen. Ich glaube, ich muss ein paar Jumping Jacks machen. Hallöchen, lange nicht mehr gesehen. Seit wann bist du auf YouTube live, sonst immer auf Twitch? Ich bin simultan, gleichzeitig. Twitch und YouTube live. Okay, wir hatten auf jeden Fall Chat einen Clown. Ansonsten nichts, ne? Simultan, Mr. Große Worte am Start. Tja, kannst mal sehen, ne? Kannst mal sehen. Da habe ich ganz tief in der Vokabularkiste gegrabbelt. Gegrabbelt? Gekramt! So, okay, das war Trash, das war Trash. Das war ein bisschen zu groß. Dann haben wir hier ein ganz, ganz weirdes Game, aber darauf habe ich gerade keine Lust. Ich habe noch von Itch ganz viele Games. Ich habe noch im Warenkorb zwei Games. Ja, machen wir mal ein Itch-Game. Ob es das auf Twitch gibt. Ist wohl ein Episodenspiel und es gibt momentan nur erste Episode. Ist immer eine ganz nette Ausrede für, ja, Digga, wir machen Early Access. Es ist, Leute, es ist einfach Johnny's Game! Chapter 1. Okay. Settings, alles geil. Graphics, Alter, ultra geil. Frame Ratio. VHS-Effekt. Würde ich, glaube ich, ausmachen. Volumetric Fog. Joho! Andere Game. Auf einmal Slenderman geworden. Okay, ich glaube, es geht um Werwölfe, oder? Was denkt ihr? Davon sah ich schon ein wenig was, als ob. If you cannot see the A, then please adjust. Okay. So, jetzt kann ich es nicht sehen. Jetzt kann ich es ganz leicht sehen. Und jetzt müsstet ihr es sehen, ganz leicht.
Let's go! Vampire, Werwölfe. Boah, kennt ihr noch die Underworld-Filme? Mit dieser geilen Hotten. Das war so damals so ein bisschen das Pendant zu Blade. Es gibt ja noch Blade, diesen Vampirjäger. Und dann gab es so ein Pendant dazu, Underworld. Und da ging es dann auch im ersten Teil, glaube ich, nur um Vampire. Danach ging es um Vampire und Werwölfe. Und dann gab es am Ende irgendwie einen ganzen Krieg gegen Vampire und Lykianer oder so. Ich kenne die nur, weil mein Stiefvater die auf DVD hatte. Ich kenne aber nur die Cover, mehr nicht. Also Twilight. Ja, es ist quasi Twilight, aber ohne Romantik und eher so actionmäßig wie halt Blade. Jane, the dream again. Oh, Chat, wir spielen eine Frau. Well, I guess I should get up anyway. Muss ich mal rewatchen. Die waren eigentlich ganz funny. Junge, der Spiegel sieht aus wie eine andere Realität. I'm an absolute mess. Banger. Won't be needing any of that today. Legende. Warte, wir machen mal kurz einmal den VHS-Effekt an. Wie sieht das aus? Ja, okay, sieht geil aus. Sieht doch geil aus. They don't make them like they used to. Das sind geile Games, ne? Das Gaming, Digga. Okay, viele kleine Spielereien. Bin ich Fan von. Ich weiß nicht, wie sie die Schauspielerin hieß. Chat, lass die Füße baumeln! Ich kann ihn aber nicht anmachen. Okay, so. I missed call. Oh, looks like Melissa called me. I guess I should call her back. Hey Jane, it's been a while, Digga. Yeah, it has. I hope you've been alright. Yeah, I've been great actually. Just busy. How about you, man? Doing alright, not dead. That's good to hear. I was beginning to wonder. Can't get rid of me that easily. Hey, I'm going to be back in town soon. We should hang out. Really? Yeah, that would be great. Yeah, Jack actually had an idea where we could go on a little camping trip this weekend, like old times. Would you be interested? Oh, die Stimme, egal. Haha, yeah, that could be fun. Great. I'm so excited. I think James is coming too. Really? What's the occasion? It's a secret. Ah, come on. Nope. You'll have to wait. Fine, fine. James, bestimmt ihr Crush, oder? Oi, halbe Film. Somewhere in Ohio. Oh nein. Nicht Ohio. Jo, das war ein Drift, oder? Die hat ja gerade einen sicken Drift hingelegt. Jo, was? Der Predator. Gleich kommt Schwarzenegger aus dem Busch und sagt: We need to get to the chopper! Well, we are here. This is the campsite? Yeah, nice, isn't it? I don't know.
warte kurz, die Kamera geht gerade auf Jane und Jane ist einfach unsichtbar. What do you think? I like it. Ich mag. Yeah, it's cool, I guess. I don't know, maybe it will grow me on me. At least we can have a fire. We used to hang out near here forever ago. I guess you guys didn't come along. That's James. Well, we should start getting things up before it gets dark. Okay, es ist wieder so Teenager Highschool Slasher Ding, was wir letzte Woche auch hatten. Reunion. Boah, geile Würste. Boah. Hotdog. Boah. Die gucken gerade alle weg. Ich schieb die mir schnell alle rein. Alle weg. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie ekelhaft war das Geräusch, was ich gerade gemacht habe? Glizzy Overdrive, sagst du? Hey, I'm glad you ended up coming. Well, Melissa couldn't really take no for an answer. But yeah, me too. It's nice to see you. Yeah, you too. Do you need help with anything? It looks we forgot to buy the firewood on the way here. Melissa won't be happy about that. Yeah, there might be still some firewood left over inside a shack that's near here. Do you think you could to go grab it? Sure. How do I get there? Oh, it's not too far. Just follow the right path and you will find it. All right, I'll see what I can do. Cool. It's going to get dark soon. Though you should take this. Thanks. Try not to get lost. Okay. Während er jetzt... Ah, oh, okay, er kommt auch mit. Ich dachte, er bleibt jetzt einfach hier. 9, 100, 52, sexy von 10. Bitte nochmal. Das bist einfach, das bin doch nicht ich. Mein Arsch ist viel geiler. Versuch nicht verloren zu gehen, ist auch immer so ein starker Tipp, ja. Was ist das für ein Käfig, Alter? Hey, get the firewood yet? Where did you say it? Achso. What you doing out here? I'm just looking for some kindling to help get the fire started later. I also wanted to check out the cave. Jo, sein Kopf! Er ist besessen. Besessen. Besessen, Alter. Ich denke mal, wir müssen den anderen Weg gehen. Ich dachte, wir gehen jetzt doch zusammen, aber nee. Schau dir seine Schlauchlippen an. Einfach du. Ich habe keine Schlauchlippen. Tauben oder so? Oder Enten? Boah, sind das Enten? Sind das Wildenten? Ein Sparfuchs. Sparfuchs. Junge, mein Gehirn. Raccoon Noises. Ich wollte. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Jetzt kann man nur Sparfuchs raus. Oh, hey, little guy. It seems friendly. I guess it's used to people giving it food out here. Maybe I could find something to give it back to the camp. Okay. Sparfuchs einfach. Junge. It said they stalk the woods at night, forever starving, forever in pain, aching to fill their empty stomachs, to feast on meat and organs. And once you hear their scratches echoing through the trees, it's already too late. Das ist ja wirklich der Predator. Vielleicht sind wir nicht in Eis, sondern in Schwäbisch Hall. Junge, was ist da los? Okay, creepy, isn't it? Er spawnt einfach aus der Erde.
Oh, James, you scared me. Oh, sorry. Ha 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 ha. What are you saying? The house. You can see it from here. Da waren gerade wirklich Enten, Chat. Habt ihr die Entenformation gerade gesehen? Das wurde, weil sie das Bingo gemacht haben, haben mehrere Leute wie immer bei jedem Bingo immer Ente gespammt. Und da waren jetzt wirklich Enten. Oh yeah, I guess it's pretty creepy. Anyway, it's getting dark soon. Be sure not to get lost out here. Okay, ich dachte, wollen wir Faust geben. Faust! Faust, Bruder! Flip. Warum keine Enten im Bingo? Ja, weil... Wieso? Wenn ich sowas wie so allen möglichen Bullshit reinnehme, der absolut keinen Sinn ergibt, dann stehen wir wieder da und haben wieder kein Bingo. Wir müssen ja irgendwie einen Mittelweg finden. Der Gruß der Lampenbrüder. Und nein, wir werden auch keinen Sparfuchs ins Bingo packen. Pina, Pina, Pina Nina. Dankeschön für 3 Monate. Und hi. Da ist die Hütte. Da finden wir Holz. Türmonolog. Also totes Kind und Ente wären schon drin gewesen. Ja. Ich bin dumm. Hallo? He is watching you. Lüge. Hot Dogs. Wir machen die Tür mit Hot Dogs auf. Geht nicht. Fear the Moon. Accidentally locked the shed on my way out. Whoops! I think the key should be somewhere in the abandoned vehicle on the cliff. Oh. Also, I think something might have died in here. The place reeks. Reeks. Da müssen wir wieder zurück zum Auto. Irgendwas für den Raccoon? Ich kann da gar nicht weitergehen. Ich wollte zum Well, zum Brunnen. Dann gehen wir wieder zurück. Dann brauchen wir zwei. Ja, wir machen 2 Bingos immer jetzt. Immer wenn wir Bingos machen, machen wir 2 Bingos. Ein normales Bingo und ein Bullshit-Bingo. Check. Check. Ist es nicht das Bullshit-Bingo? Nee, wir haben hier ein ganz normales Bingo. Das ist kein Bullshit-Bingo. Bullshit-Bingo wäre Ente. Noch mehr Streitgründe. Yay. Wir können keine 2 Bingos machen, weil wir können halt nicht 2 Gambas machen. Deshalb, das funktioniert nicht. Ein Vögli. It's gotten pretty dark. I should head back. Rabe? Ist das ein Rabe-Chat? Analyse? Das ist schon ziemlich rabig, ne? Krähig. Scheiße, Chat, es ist dunkel geworden. Der Mond ist ganz oben. Oh oh. Oh oh. Ja, komm, mich holen. Der böse große Wolf.
cooler Sound. Hey Leute, ich hab Holz gefunden, wir können Feuer machen. Was habt ihr so gemacht? Ah, cool, nichts, so wie immer, ne? Arschlöcher, deshalb hasse ich meine Freunde. Deshalb habe ich mich schon lange nicht mehr mit denen getroffen. Seine Nase sieht absolut nicht aus wie meine. Seine Nase geht nach oben, meine geht nach unten. Und seine Lippen sind viel zu symmetrisch. Meine ist, bei mir ist obere Lippe klein, die untere ist dick. Und ich habe nicht so ein komisches, ausgeprägtes Kinn wie er. Das bin absolut nicht ich. Und der hat braune Augen, ich habe blaue. Hey, are you okay? You look like you saw a ghost. I heard something weird in the woods. Oh, what did it sound like? I don't know, like a wolf or something. Huh? That's strange. Wolves haven't been anywhere near this area in like 200 years or something. Ach so. Are you sure it wasn't a bobcat? Their scream sounds like a person dying. Okay, was? Sag's, wie es ist, wenn ich in einem Wald abends unterwegs wäre und ich würde diese Geräusche hören, boah, ich würde schon Panik bekommen. Würde heulen. Maybe it was the wolfman. Come on, Jack. Don't be ridiculous. What? He could be real. You know the stories too, man. Yeah, I do. And it's made up, Digger. What's the wolfman? Just a bit of an urban legend around here. I swear I saw him in the woods, man. One time after a party, Digger. And how many drinks did you have that night, Arschloch? I don't know, man. A few. Uh-huh. I really did see something, though. It was big and tall, with bright eyes, man. Is that why you choose this place, Jack? Maybe. I can't believe you. I'm sure it was probably nothing. Just freaked me out a bit is all. Yeah, even if a wolf did find its way around here, we'd probably be fine. Just stay near the camp. Can we get this fire started? Now it's getting colder here. Yeah, I'm ready to relax. Fine, I'll get it started. Wir sind alle gleich tot. Wir sind alle gleich tot. David.
Jane, what are you looking at? Hmm? Oh, sorry. It's just that it's a full moon out tonight. So it is. Sure is pretty, huh? Yeah. Well, when you're done admiring it, come get your food. It's getting cold. Okay, cool, thanks. I'll need a bowl first. Okay. I'll need a bowl first. Soll ich zwei holen? Equip. Ah, okay. Lecky, schmecky. Du kannst auch den Löffel nehmen. Sie slurpt einfach erstmal die Suppe raus. Hat sie super einfach weggeslurpt. Mann, er ist wieder am Saufen. Umsonst so, Jungs, Mädels. Wie läuft die Uni? Oh. It's so nice to see you guys again. Yeah, I'm glad it ended up coming. It's been a while, hasn't it? Since we are all together. Yeah, like almost a year now. You were right. The sky looks nice out here. Yeah, it's perfect, man. Nice to get away from all the light pollution. So, do you guys want to hear the legend of the Wolfman? Oh, great. This again. Hey, I know I can be obsessed with cryptid stuff sometimes, but this one is really creepy, man. Okay, sure. What's this, the Wolfman? Okay, so, it's an urban legend out here about the man that used to own this property. He disappeared a long time ago, and there are stories that never actually left. And instead turned into a wolfman that lurks in the woods, attacking and eating animals and even humans. That sounds silly. Halt wirklich, James ist 100% der Werwolf, oder? James ist 100% Werwolf. Halt wirklich. Und Laura Mingo, dankeschön. Für dein Prime Sub, vielen, vielen Dank. It actually gets more twisted than that. Und Toasty, danke für 17 Monate und hi. He had a sort of animal sanctuary out here with lots of dogs. He would take... Doggo! Would take in and take care of. And he lived completely alone, aside from the animals. So when he disappeared, no one knew was gone for a long time. When someone finally came out, to check on him, they found something truly terrible inside the house. All the animals had starved to death, locked inside rooms and cages, scratches and blood all over the walls and doors. Oh my god, that's awful. Yeah, and that's not even the worst part. They say some of the animals had even started eating each other. Some say it was the owner himself that ate them, after he turned into the Wolfsman. But really, it's just stories told to try and keep kids from coming out here and underage drinking. Plus, with all the parties that used to happen out here, stories were bound to be made up from the things people thought they saw or heard. There's even been a few missing persons out here. Yeah, that's really why people don't come out here anymore. Cops really started cracking down the place after that, man. So, why are we out here? For old time's sake. Plus, all the danger makes it more exciting. You wouldn't want to hang out at any old campground, would you? It's okay. The most dangerous thing out here is deer and bobcats. War das eine gute Bobcat? Oh, and Jack here. Dangerously handsome, maybe. Eins zu eins. G.
10. Hatte kurz Angst gehabt, das wäre eine echte neben mir. Ich hab kurz gedacht, eine Bobcat in meinem Zimmer. Ich glaube, ich habe ein Talent. It's been nice catching up, but I think I'm going to head to sleep. Yeah, same. Today has me beat. Wait, before you guys go, Jack and I have something to tell you. Oh, right, man. Oh, what is it? Well, I'll guess I just say it. We are getting married! Oh, cool. Yep, finally decided to tie the knot, man. Wow, I'm happy for you guys. Thank you. And of course, I'm hoping you will be my best man, bro. Yeah, sure. And I want you there too, Jane. Just like we used to talk about kids. Was glaubt ihr, wer stirbt zuerst? Jack oder Melissa? Sure, wouldn't miss it. Miss it, einfach. Mit dem Talent kann man nur zu wetten, das oder Supertalent. Ich könnte, glaube ich, ganz gut, ganz groß rauskommen. Als der Ultra-Freak. You guys go ahead. Jack and I are going to hang out a little longer, I think. Und? Wird's awkward? Ich hoffe. You can take the tent, I'll be sleeping in the van. So. Hier schlafen wir. Schlafi, schlafi! Ich sitze da immer noch. Oh, die gehen jetzt bumsen. Die sterben beide gleichzeitig. Weder Jack noch Melissa sterben, sondern sie sterben beide. Двенадцать! Das ist eine Bobcat. Did I just hear a scream? It sounded like it came from the old shack. I should make sure everyone's okay. Das war eindeutig eine Bobcat, ne? Eindeutig. Wir haben uns gerade ein Video angeschaut. Wir wissen ganz genau, wie die klingen. Aber die haben doch jetzt nicht wirklich in dieser Hütte da gebumst. Da lag eine tote Taube, die... Das hat doch mies nach Verwesung da drin gestunken. Die Fußspuren. Die Claws und die Paws. Schläger, Blut. Jane! What happened here? I don't know. Me and Jack were just out here messing around and something attacked us. It all happened so fast, I couldn't really tell what was happening. But I think Jack is hurt, like really hurt. But the thing, it was so big and fast, I just picked him up and took him away like it was nothing. I think we have to get out of here. I don't know if we can help him. At least not on our own. Okay, we should get help. Sie wird jetzt durchs Fenster gezogen. Yes, we need to get out, we need to get to the van. But Jack had the keys. I think he dropped them in here somewhere. We have to find them. So. Der soll ruhig kommen. Batz! Das ist wie am Mittwoch Sommerhaus. Batz! Okay, ich hab's. Lass uns gehen. Putz! Putz! Hey, I found the wind keys. Let's get out of here. Thank God. Okay, let's go. Jetzt durchs Fenster. Okay, ich glaube, das war Jack. Jack!
Is that you? Are you alive? Scheiße, wir müssen laufen! I have to get out of here. Das ist fucking James. Oder wo ist er, hä? Wo ist er? Gleich kommt er hier angelaufen, so oben ohne T-Shirt. Komischerweise so verschwitzt. Und dann sagt er, hey, Jane, was ist los, Mann? Wieso bist du noch wach? Ich glaube, ich habe jemanden totgefahren. Chapter 1 ist zu Ende. Mann, dieser Plot-Twist-Shit! Mann! Jetzt will ich wissen, was da passiert ist. Scheiße! Nee, ist nicht tot. Wir haben ja gerade am Ende noch die POV gehabt. Wie wir da runterhängen. Okay, was hatten wir gehabt? Wir hatten Rahmen gehabt. Wir haben weiblichen Protagonisten gehabt. Ich meine, es wurde ein Doggo erwähnt, aber wir haben keinen Doggo gesehen. Ich glaube, wir cheaten, wenn wir jetzt einfach Doggo wählen, ne? Obwohl wir nicht mal einen Doggo gesehen haben, nur weil jemand Dog gesagt hat. Also Story war schon echt Arsch, ne, eigentlich. Oder? Was sagt die Chat? Das war schon echt eigentlich Arsch. Gutes Spiel war es nicht. Ja, ansonsten haben wir nichts, ne? Story war top. Ja, vor allem, wir hatten letzte Woche ja so ein ähnliches Spiel gehabt. Nur da war es halt komplett zu Ende, fertig, ne? Nee, die ist nicht gestorben. Sie hat sie nur verschleppt. Weil sie kann ja noch nicht sterben. Das Spiel ist ja noch nicht zu Ende. Ne? Wolf ist doch Doggo. Nein, Wolf ist Wolf. Hund ist Hund. Die vorherige Story war ja schon schlecht. Ja, das vorherige Spiel, da haben wir nichts von der Story mitbekommen. Okay, gehen wir ins nächste Spiel rein, Leute. Wie spät haben wir? Ja, wir haben noch gut Zeit. Wir kriegen das Bingo noch voll, Leute. Wir haben noch Zeit. Ja, wir haben noch nicht gute Spieler. Das erste Spiel, was wir heute hatten, das wäre wahrscheinlich easily der Punkt gewesen für gutes Spiel. Weil es war eigentlich echt nice. Aber ich konnte es halt nicht nehmen, wegen den Abstürzen. Und weil wir es nicht zu Ende gespielt haben. All the names have been changed. Changed. Alter! Wer ist denn der Hase? Fetisch-Hardcore? Was? The Torture House. Gibt's nicht auf Steam, auf Twitch.
Okay, real deaths. Ultra violence. Fucking ultra violence. Estelle Chat, Trails in the Sky. Irgendjemand? High five? Nein? Okay. Violent Entertainment, no censorship or cuts. Brutal murders on camera. Extreme Survival Show. Das Arschkacke zu lesen. For your best experience, use headphones, play in the dark, play alone, lock doors and windows. Okay, ich muss jetzt einfach mal eine Tür absperren. Make sure you don't have anything locked with you. Oh, okay. Make sure no one is filming you without your consent. Survive. Okay. Ich hoffe, Bjarke oder Shiva filmen mich gerade nicht. Verdammt, ich filme ja mit dem Stream mich selbst. In September 1994, Victoria Atkins, a young aspiring model, was traveling through Cook County, Texas, in search of job opportunities when she suddenly disappeared. While it was initially believed she had simply become lost on the road, days passed without any sign of her. But what no one could imagine were the horrors of the ultra-violence she would experience in a place that could easily be described as hell. Schade. Gabst du dir selbst Consent? I'm exhausted after this trip, man. I just want to go to my room and put my things away. My key has the number 107. Ooh, third person. Junge, die Laufanimation. Warning. Ja, ich gebe mir selbst die Erlaubnis. I don't need to use the stairs, man. Ich erlaube mir, mich selbst zu filmen. Ich habe das vage Gefühl, sie sollte die Polizei rufen und sie wird es nicht tun. Auf gar keinen Fall wird sie es tun. It's my room, 107. It's locked. The key is in my pocket. Dann hol es doch raus. Einfach Tür aufschieben. I'm finally here. Where's the bedroom? I can't carry this backpack anymore. Caution, maintenance in progress. This room is isolated for maintenance, for your safety. Please do not enter. Was? I should put my things away in the bedroom before checking the rooms. Schon gut, wenn es nicht schon wieder Ego ist. Er ist ganz nett. Kleine Abwechslung. Sie schiebt einfach die Türen mit ihrem ganzen Körper auf. I don't have anyone to call right now. Wo lege ich denn meinen scheiß Rucksack ab jetzt? Put backpack. That's it, now I can finally read the letter. Dear Victoria, I hope this letter finds you well. How are things going? It's been a while since I heard from you, so I decided to send another letter. You're always in a different place all the time, so it's hard to know your exact address. In your last letter, you mentioned receiving a proposal from a magazine. I hope things are going well. Just don't get discouraged. I know things aren't easy for you, girl, and how hard it is to find an opportunity for this type of work that isn't, men's magazines.
Your friends always ask about you. You should write them too. I always hear them telling others how you took your car and set off on your adventure to chase your dream of being a model like in Hollywood movies. Oh, I guess now I know why you don't write to them. I know you don't want to disappoint them. Mom and Dad are fine. Mom misses you, and Dad doesn't talk much about you. You know how he disapproved of your idea, but he loves you. And I love you too, future Miss America. With love from your sister Lauren. I miss you all. I've been on the road for like 4 hours. I have to take a shower. Okay. Also scheint sie wohl ein Model werden zu wollen. Und reist durch die Welt. Alter. Spielen dem Spiegel funktioniert. Müssen wir auch mal eigentlich einen Bingo haben. Looking in the mirror makes me nervous. Am I pretty enough? Will they like me? It's better for me not to put these things in my head. I know I will manage. Manager. Natürlich, da ist dann wieder Ego-Perspektive. Okay. Keine nackten Girls, Chat. Keine Ego ist ein Bingo, ja. Someone's coming. Oder was war das für ein Geräusch gerade? Autsch. A key? Für den Maintenance Room. I need to go. I need to get my clothes from my backpack. Backpack, Rucksack. Wie die läuft, ey. What? Where are my clothes? I haven't. I can't have forgotten them. This can't be happening. I buy something to wear tomorrow and put this one in the wash. I think I can wear this for one more night. Okay. Ih, stinky. 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 Der Schlüssel ist nicht hierfür? Doch, oder? Hier, use. Ja. Sie läuft wie ein GTA-Charakter, schon ein bisschen. Aha. A table with some tools. I have to be careful not to end up falling into this hole. Boah, ich hatte einen TikTok gesehen. Da hat eine Frau, ist irgendwie in einem Hotel gewesen und hat gefilmt, was in dem Hotel war. Und sie hatte halt so einen Einbauschrank gehabt, ganz normalen Einbauschrank gehabt, ne? Und über dem Eingang, über dem Einbauschrank war so eine Platte, die so dekomäßig aussah. Also so ganz normal hier so eine Wand. Ne? Hier war so ein Einbauschrank. So. Und dann war hier so eine komische Platte, die irgendwie so gräulich oder so war. Und diese Platte konnte man jetzt so seitlich, ne? Hier ist die Wand. Und die Platte konnte man dann wie so eine Klappe hochklappen. Hochklappen. Und hier drin ist alles komplett leer. Und dann hat sie reingefilmt. Dann geht es da, also jetzt hier wieder von der Seite. Und dann geht es da halt irgendwie ganz tief rein und um die Ecke. Ich weiß nicht, ob ich in diesem Hotelraum, diesem Hotelzimmer übernachten wollen würde. Super creepy. Junge, der kriegt doch bestimmt irgendeinen scheiß Freak nachts rein oder so und legt sich da rein.
Ich würde mich da nicht sicher fühlen. Nee, sie hat sich auch nicht sicher gefühlt. Just an old letter. Okay. Ja, das Loch sieht sehr komisch aus. Das sieht nicht aus wie handgemacht, sondern als wäre da irgend so ein Dämon durchgekrochen. Okay. I guess wir essen noch was vom Schlafen gehen oder gucken wir noch Fernsehen? Ich habe einen TV-Remote gefunden. It is off. Doesn't look like it has a power button. I need a remote control. Okay. Wird so safe den Schrank zukleben über Nacht. Ja, irgendwas würde ich da auf jeden Fall machen, dass man das nicht über Nacht einfach so aufklappen kann. Oder wenn, dass es irgendwie man hört, dass es sich aufklappt oder so. Irgendwie sowas. Sized, of course, with 48,000 square feet of floor space. And this is also the hangout for a new breed, the urban cowboy. I'll give you my interpretation of the urban cowboy. It's a guy that drives a pickup truck that has a gun rack in the back. Ich gucke gerade meine Lieblingssendung. Kommen Sie wann anders? And a regular job somewhere in the city and comes out to Gilly's on a Friday and Saturday night. Chases the gals with tight blue jeans on and that type of guy. It's almost a cliche by now that Texas is like a nation. Hello? Oh nein. Someone stuck a note on the door. Oh nein. Jetzt kommt irgend so ein scheiß Stalker. Ich habe dich heute gesehen, als du das Hotel betreten hast und ich muss sagen, du siehst genauso aus wie meine verstorbene Ehefrau. Due to heavy rain, we need to isolate the parking garage to prevent flooding tonight. Everything will be back to normal by morning. Du rochst so gut. Okay, unser Auto steht da unten. Wäre nicht so geil, wenn es nachts geflutet wird. That's fact. Ich war mit meiner Schwester in Paris in einem Airbnb und auf 3 Quadratmeter haben wir 3 versteckte Kameras gefunden. What the fuck? Of course, not all of these people were born here, but still, they are Texans, urban cowboys. They drink long neck beer, eat chicken fried steak, and of course they all dance the cotton. Wo waren die versteckt? Ja, ich habe das auch so öfters mitbekommen, dass so vor allem auch so doppelte Spiegel sind oder so, dass dann Leute davor warnen, so vor doppelten Spiegeln oder vor Kameras und so. Aber das habe ich immer nur so im englischsprachigen Gebrauch gehört. Darüber habe ich ja vor ein paar Monaten oder so, habe ich mal im Stream auch hier drüber gesprochen. Und dass ich das irgendwie auch nur so hauptsächlich aus dem englischen Bereich kenne. It's almost empty. I should stay here for more days than I expected. So I'll need to buy some things to eat. I think about it later. I still have some snacks in my backpack. Und als ihr die Kameras gefunden habt, was habt ihr dann gemacht? Also, seid ihr zur Rezeption gegangen? Habt ihr euch irgendwie beschwert oder so? Ich will wieder ausmachen. Chat, Moment, ich habe unten rechts eine Health-Bar. Travolta will have to be as good at riding as he is at dancing to top some of these acts, but most people think the man who did so much for disco will strike again on the country scene. If John Travolta does as much or just a portion for country music as he did for disco, it's gonna make country music a universal. In einem Bilderrahmen, in einer Lampe und in der Tür. Holy shit. Gillies is really going to become, you know, sort of a landmark to our area here because it's like 54 Club that in New York that John did. Als ich diese Doku über versteckte Kameras auf Festivaltoiletten gesehen habe, bin ich auch immer super paranoid. Ja, das passiert auch bei uns. Ja, das ist super weird. Haben die kaputt gemacht? Nee, das war quasi eine Wohnung von einem, der die gekauft hat. Und ihr habt euch dann nicht beschwert?
hat einen Schiss, was er macht, wenn wir den drauf ansprechen. Ja, okay, gut, verständlich. Wenn er schon so ein kranker Freak ist, der da Kameras platziert. Damn, I must have fallen asleep. Und das Schlimme on top ist dann auch noch, dass diese kranken Bastarde dieses Material, was sie dann haben, noch schön im Internet dann auch noch mit anderen tauschen. Schon wieder. Wir spielen Sonntag Final Fantasy 2, ja. Hat das Safe nur zur Sicherheit? Natürlich, nur zur Sicherheit. Wer klopft denn die ganze Zeit an meiner Tür? The doorknob must have jammed. I shouldn't go in there anyway. Okay, ich komme da nicht mehr rein. Ja, ich denke mal, ich gehe schlafen, wa? Oh mein Gott! Moment, das war's? Oder ist das Intro? Okay, es geht, weil es nur das Intro. Ich gehe dann wieder zurück ins Bett, ne? Oh mein Gott! Meine Arms. I can't move them. POV-Chat. Okay, willkommen in Torture House. Ist das jetzt hier so ein Hostel-Ding? Oder irgendwie so Saw-Scheiße? Werde ich jetzt hier gequält? Shit, imagine, du wirst gekidnappt und du wachst hier auf. Junge. Du meinst Hostage? Nee, es gibt eine Filmreihe, die heißt Hostel. It's locked from the other side. Okay, Falle. Es gibt, ich glaube, Hostel hieß es, ne? Es gibt 3-4 Filme, darum geht, da geht es irgendwie, dass irgendwie so eine Gruppe von Teenies feiern geht ins Ausland. Ich glaube, irgendwie Bulgarien oder so. Und dann werden die dort gekidnappt. Und kommen dann in so einen Scheiß, wo dann reiche Leute Geld bezahlen, um sich dann an einem Menschen irgendwie auszutoben. Das basiert sogar auf einer wahren Begebenheit, Hostel. Also ich habe alle Filme gesehen. Und die waren alle ziemlich trashig, aber recht unterhaltsam. Aber ich wusste nicht, dass es auf einer wahren Begebenheit basiert. Holy shit. Ja, da gab es immer so eine legendäre Szene, die ich immer als Kind so in meinem Gehirn immer abgespeichert hatte von Hostel. Und zwar diese Szene, wo
er gefesselt an einem Stuhl sitzt oder so und dann werden ihm unten an den Füßen Dingens durchgeschnitten. Wie heißen diese? Ja, zwischen Ferse und, ne? Über der Ferse halt. Dieses Ding da. Dieses dicke Sehne da wird da durchgeschnitten oder so. Und dann ist er an einem Stuhl gefesselt, wird befreit und er soll halt dann weglaufen. Und dann steht er auf und du siehst halt, wie dieses Ding da so auseinanderklappt hinten bei seinen Füßen und der kippt direkt um. Audition. All the spotlights are on you. Now you're an actress and your fans are eager to see you perform. Eyes are watching you from all directions. Wir waren gerade bei versteckten Kameras, stark. Ja, Hostel, die Filme sind absolut ekelhaft, das ist ziemlich gory. Life, the spectacle. Sometimes it's necessary to give your life for the theater. Complete your scene and you're one step closer to becoming an actress. Fail and nobody will miss a Medicore actress. Script? Alice chased the rabbit through the forest until she fell into its hole. She found herself in a room with a small door, but Alice wonders how she will manage to get through it. This is a challenge she still needs to solve. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wikipedia sagt, die wahre Begebenheit ist fake. Okay. Zum Glück ist das gestern nicht in Peter in Bulgarien passiert. Ich weiß nicht, ob das Bulgarien war. Aber irgendwie so eine... Ich weiß nicht, was das war, keine Ahnung. Bei der Stelle bin ich ohnmächtig geworden, was? Hab gerade gegoogelt, ob das wirklich wahre Begebenheit spielt. Laut Google tut es das nicht. Okay. Wie lange streamst du noch? So 22, spätestens 23 Uhr. Eine Minitür. Ach, das ist Stacheldraht. Das ist Stacheldraht. Das ist Stachel. Draht. I'm dying. Ist das ein Schrei von einer Frau oder von einer Bobcat? Okay, ich muss mich mehr konzentrieren. You died. What a waste of time. Your death wasn't significant. Schade. Okay, let's go. Ich muss das durchlesen. Okay. Maeve, was geht ab? Am Ende spielen die Kids mit dem Kopf Fußball. Stimmt! True, true. Stimmt, diese Kinder, die am Anfang die noch so verarschen und dann später, ja. Ja, ich erinnere mich. Würde sagen Bobcat, ja. Ja. Okay. Tabletten. Painkiller. Okay. What is this? It seems to be kind of a painkiller. Experimental digger, a reduction and combat of physical and mental distress, increase in serotonin and noradrenaline levels to combat mental distress and stabilize the individual along with other substances rectified for mood stabilization and anxiety relief. Combats physical pains and aids in the healing and recovery of the individual, sharpens the senses, bringing about the temporary ultra focus effect. Side effects, organism rejection may cause hallucinations, numbness, and in the long term, significant loss of vocal cords, panic attacks, seizures, and psychosis. Was eine geile
Droge. Sick. Und die musste ich nehmen, um zu überleben. Weil unten rechts Health. Drei Balken habe ich noch. Das Auge, was halb draußen ist, abgeschnitten wird, war krass. Daran erinnere ich mich nicht mehr. It's locked. Ich hatte sie mal gerewatcht vor vielleicht so 3-4 Jahren oder so. Aber ich habe auch das meiste schon wieder vergessen. The lock is missing the outer part. I might be able to unlock it, if I can reach inside. Stehe mit dem Bunsenbrenner! True, daran... Ja, stimmt. Den Bunsenbrenner kenne ich noch. It's locked. Ich höre nur kranke Scheiße von euch. Ja, die Filme sind auch echt weird. Die sind echt weird. Aber entertaining. It's locked. Vor allem, weil also die Dialoge sind halt auch so komplett trashig, weil es halt so eine Gruppe von Jugendlichen ist, die halt ins also sind Amis, die nach Osteuropa reisen und dort für wenig Geld irgendwelche Girls ficken wollen. Dementsprechend, die Dialoge und so sind komplett Katastrophe. The rabbit seemed restless, euphoric, frequently checking his watch as he ran through the valley of uncertainty. After crossing paths with Alice, his instinct was to run faster and faster. The more he ran, the more distorted the sound seemed, the more distorted his surroundings appeared, until in the blink of an eye, an obstacle appeared in his path. Only the rabbit's scream echoed and could be heard by Alice. Soon a lesson she had learned. When a fragile body has to run, it can only bring more obstacles. Quentin Tarantino hat bei Hostel mitgewirkt? Wild. Also Traumfrau gesucht. Ja, ich weiß nicht, ob das eine Traumfrau ist. Also die Frauen, die sie gefunden haben, das sind ja die Frauen, die dann quasi sie anlocken sollten. Die scheiß Touris, um sie dann halt in dieses Hostel zu bringen. Die wurden dafür dann bezahlt. Kann augenbezogenes Gore gar nicht ab. Ja, Augen finde ich auch sehr ekelhaft. Augen und Fingernägel oder Fußnägel. Oder langsame Schnitte oder sowas. Okay, ich darf auf der Stange nicht laufen. Ich darf nicht laufen. Dann geht das Brett kaputt. Aber wenn ich gehe, dann holt er mich doch ein, oder nicht? Oder hat er mich nur eingeholt, weil ich kurz stehen geblieben bin? Okay, ist wahrscheinlich, weil ich kurz stehen geblieben bin. Small key, okay. There's another piece of script stuck on the door. Alice found herself trapped in that world. The void of faith. The sky was falling. She looked all around, but her key had shattered into pieces around her. Her hand had been cut by the first fragment, leaving a bloodstain, followed by more intense pain from the second fragment that fell near the first one. Her escape was right in front of her. While she was consumed by hatred and suffocated by the fragments of her key that seemed to mock her situations, was it delirium or just frenzy of madness that sided from the place? Wir haben noch keine Verletzung. Door is locked. It looks like it has a code lock. Die Decke kommt runter. Ich sehe schon 4, 5. 1, 4, 5 sehe ich schon. 1, 4, 5, 7. Sieben, eins, vier, fünf.
Mehr Zeilen gibt's doch gar nicht. Sieben vier eins fünf sieben vier fünf eins vier sieben. Die Frau steht aber auch kerzengerade und hat keine Angst. Dorfwalki? Was habe ich falsch gemacht? Was ein scheiß Freak. Okay, jetzt nochmal in Ruhe. Doch gerade in jeder Reihenfolge gemacht. Ich habe einmal bei 4 angefangen, einmal bei 5 angefangen, einmal bei 7 angefangen, einmal bei 1 angefangen. Das heißt, es geht... rückwärts habe ich nicht probiert, ne? Ich könnte jetzt nochmal rückwärts probieren. Lüftungsschacht habe ich vorhin angeklickt, ging nicht. Ich könnte jetzt 4, 1, 7, 5 probieren, 1, 7, 5 und so weiter. Aber ich krieg auch einen Schlüssel, ne? Geht auch nicht. Die Zahlen, die fehlen vielleicht? Stand schon eine 14 drin im Brief. Ja, wir müssen ja irgendwas übersehen. Ja, vielleicht steht die Reihenfolge im Dingens. Beim Keypad. Okay, also her hand had been cut from the first fragment. Also vielleicht eins. Followed by a more intense pain from the second fragment that fell near the first. Also die zweite Zahl grenzt direkt an der ersten an, vielleicht von der Wand her. Her escape was right in front of her, while she was consumed by hatred and suffocated by the fragments of her key that seemed to mock her situations.
meintet ihr, steht direkt jetzt die 14? Da oben rechts meint ihr jetzt, oder was? Jetzt steht 7-5 schon zuerst da. Geht nicht. Die Hand abgeschnitten, da blutet es auch safe stark. Deshalb denke ich, ist als erstes eine 4. 4. Und an der 4 liegt die 1 an. Und dann haben wir noch die 7 und die 4. Ist das erst 5, weil sie ihre Hand geschnitten hat und die hat 5 Finger? Wir haben heute schon Spiele beendet. Das vorherige haben wir beendet. Ja, die C-Taste ist, denke ich mal, zum Löschen. Die 7-5 war noch... So, da ist Blut. Und dann hieß es ja... dass es direkt da dran liegt. Also entweder kommt danach eine 5, also entweder 4-5-7-1, 4-5-1-7 oder 4-1-5-7. Okay, warte, ich probiere es mal. Es war 4-5-1-1-7. Let's go! Ja, hallo? Hallo? Nicht für hier? Für was denn sonst? Hierfür. It's full of old papers and documents on it. I can't read much. There is a photo of a girl tied up with a gun to her head. She looks devastated. There's another photo of a girl tied up with tape around her arms and mouth. Why are those monsters doing this to me? I need to get out of this place. It's locked. Mies umgesetzt, das Rätsel. Ja, ich meine, wir hatten ja Hints gehabt. Also quasi für die ersten zwei Zahlen haben wir einen Hint gehabt und die anderen beiden, ja, dann musst du halt raten. An sich okay. It's locked. Hier jetzt. Auch nicht. Mhm. Machinery Room Key. Hey, Smiley. Nicht für hier. Wir speichern nochmal. Okay. So, der Maschinenraum. It's very rusty. It seems like it hasn't been working for years. It doesn't seem to be broken. The chain is missing.
Hat wir wohl eine Kette gesehen? Nein. Gesehen? Moment, vielleicht ist der Schlüssel hierfür? Nee. Doch. Okay. Ein Schraubendreher. Ein Schraubendreher. Was machen wir mit dem Schraubendreher? Wir speichern auf jeden Fall damit. Ganz wichtig. Als Waffe nutzen. Das wäre smart. Da ist eine Kamera. There is a wire mesh blocking the way. It looks like there is a camera on the other side. Hey, wir sind wieder zurück, Chat. Gab's hier eine Kette? That's the old machine. I have no idea what it's for. Ah, it seems to have a chain making it work. I better not touch it while it's in motion. Ja, mach aus die Scheiße. Ich glaube, in einem Schraubenzieher kannst du nicht die Polizei rufen. Nee. Ich hab's noch nicht probiert, aber... So verlieren wir jetzt auch den Schraubendreher. The screwdriver got stuck in the gear. Ja. Nochmal speichern. Die Leute, die sich dieses Szenario durchgedacht haben und sich eingesperrt haben, die haben alles durchdacht, sogar das mit dem Schraubenzieher. It's working now. Perfekt. Aber was haben wir jetzt damit zum Laufen gebracht? There seems to be a power box on the left. Okay, vielleicht das Garagentor. Einfach Zelda-Dungeon-Tür, ja. Da kommt der Hase, da kommt der Hase, jo. Oh! Er dreht sich um. Nein! Nein! Scene completed. 40 Mal habe ich gespeichert? So viel? Nein. Was? Ist sie jetzt berühmt geworden? Ist sie jetzt Miss America? Herr, was, wieso endet das einfach so abrupt? Schade. Schade. keine Ego-Perspektive. Ich meine, es war kein der Happy End, Chat. Sie ist nicht gestorben, sie ist entkommen. Aaron, dankeschön für 6,90 €. Vielen Dank. Stimmt, Camp UV, true. Das war's.
Wo war das ein Happy End? Das war gar kein Ending. Ja doch, sie sind kommen. Das war doch nicht Spielende, oder? Wieso nicht? Was? Come Credits, das ist vorbei. Spiel geht aus. Die sind kommen, Credits. Okay. Das wird doch so ein Episodending wie das Wolf-Game. Ist das so? Nee, das war ja, also das war ja nicht Story. Das war ja, wir hatten ja ganz am Anfang normale Dialoge gehabt und so, alles war ja normal. Die Zettel, das war ja was anderes. Das ist ja, da wird ja keine Story erzählt, sondern, also das Setting ist ja, sie ist ja eingesperrt da drin und kriegt diese Zettel von denjenigen, die das halt kontrollieren. Na? Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Da stand sogar To Be Continued? Das ist wirklich ein Episodenspiel? Ja, es war wirklich Part 1. Ja. Okay, dann nehmen wir Happy End wieder raus. So, kein Happy End. Dann halt kein Happy End. So, okay. Schade, dass es so geendet ist. Kommen wir zum nächsten Spiel. Das gibt's safe auch nicht auf Twitch. Amanda Roswell. Ich dachte, das Spiel geht schon los. Warning, this game contains intense and potentially distressing horror themes including violence, jump scares, psychological distress, flashing lights, loud sound effects and themes related to kidnapping, abduction and explicit language. Okay, das sieht katastrophal scheiße aus. Jetzt schon kein Bock mehr eigentlich. Was Subtitles? I don't know what just happened. What is this? Why am I here? All I remember is that last fight with Ray. Where's Ray? I need to see Maddie. She must be so scared without me. Please let me go. My family needs me. I'd do anything. Just let me go home. Is that a camera? Who are you? Zwei Stunden davor. Okay. No flashlight. Okay. Ich sehe gar nichts. Okay.
Daumenkino läuft flüssiger? Was? Läuft schlecht bei euch? Der schläft mit offenen Augen. Gruseliger Junge. Junge, ich hab keinen Bock eigentlich auf das Spiel, ne? Es sieht schon so scheiße aus. Holy shit, ist das ein scheiß Game. Maddie. Wake up, Maddie. Ich weiß ja nicht, Chad. Ich weiß ja nicht. Wir haben noch ein paar andere Spiele. Also an sich müssen wir das nicht unbedingt spielen. Da steht ein fucking Alien. Junge, was? Da ist das Aliens fürs Bingo von letzter Woche, ja. Jo! Jason, bis gleich. Ich habe Leben verloren. Ja, ich glaube, Chat. Bitte nur noch ein bisschen. Steht er immer noch? Ja, die Tochter fehlt. Der Spaß in diesem Spiel fehlt aber auch. Wo hat die ihren scheiß Schlüssel hingepackt? Ach, hier ist das Kind.
Ist weg? Ah, da. Yippie! Yippie! Was? Yippie! Yippie! Puh! Tor! Wo ist hin? Für dich babysitten lassen, 10 von 10. Ja, I guess. Kein Feld fürs Bingo, oder? Holy shit. Eli hat mich überzeugt, gutes Spiel. Nein, das ist kein gutes Spiel. Lange schwarze Haare. Nein, da war kein Girl mit langen schwarzen Haaren. Lange schwarze Haare heißt jetzt nicht jede Frau, die einfach nur schwarze Haare hat. Sondern es geht dabei um das typische The Ring-Mädchen. Okay, ich lade da gestern das Spiel noch runter. Aber ja, das Spiel heißt, wie ihr schon seht, Keramat. Sollte ein Bingo-Feld mit Skip beim nächsten Mal geben. Ja, haben wir ja quasi. Wir haben Keggy bricht Spiel ab. Das Feld haben wir schon. Kann ich währenddessen was anderes spielen? Wie Spülmaschinen-Tabs, Keramat? Aber zum Glück steht da als Tag, dass es ein Horrorspiel ist. Hätte sonst nicht gedacht, wüsste nicht, was es ist. Also halt legit. Du siehst halt dein Logo gar nicht. Obwohl, dieser Kreis ist ein bisschen blutig. Okay. Achievements, okay. Chapter. Okay, okay. Start Game. Nein, das ist nicht Genshin. Boah, ich weiß nicht. Enter the house. Ja, ich weiß nicht. Das war gerade ein The Ring Girl! Oh, das ist schon Chapter 1! Boah, Speedrun. Finding Legacy. Taschenlampe? Nice. Okay. Drag. Okay. Starkes erstes Chapter, ja. Ich habe meine Taschenlampe verloren. Ach, hier. Das sind Dialogblöcke, Junge. Ich weiß nicht, wie ich Taschenlampe anmache. Keine Ahnung.
Die Musik klingt so ein bisschen Cluedo-mäßig. Würde ich Cluedo spielen, irgendwie so mit Freunden, dann würde ich das im Hintergrund als Playlist anmachen für die Atmosphäre. Ich drücke F. Whoever you are, you must leave this place. This house is insane. That woman keeps asking me to play. I'm going crazy because of this. Scheiße. This house is insane. So ist der Stuhl das Einzige, was ich irgendwie bewegen kann. Bra, was ist das? Ich drücke F. Arschgame, not gonna lie. Meinst du? Meinst du es nicht so geil? Hatten wir irgendwo noch eine verschlossene Tür gehabt? Fand das davor besser? Nee. Wir haben aber keine verschlossene Tür. Außer der Eingang, aber ich kann damit nicht interagieren. Ja gut. Wir haben eine Reihe, Chat. Wenn wir jetzt irgendwie noch schaffen, mehrere Endings zu bekommen, dann haben wir es geschafft. Dann haben wir es geschafft. Story über Zettel? Weil wir hatten doch gar keine Zettel in dem Spiel gehabt. Ob das kommende noch schlechter wird? Achso, ihr meint, dass wenn wir Story über Zettel haben, dann haben wir auch ein Bingo. Hier. True, dann haben wir so. Ja. Entweder Story über Zettel oder mehrere Endings. Keramat, wohl eher Kerl am Amt vorbeigezogen und nie wieder gesehen. Starker Joke. Das kommende wird nicht schlechter. Ich wechsle jetzt wieder auf Steam Games. Jetzt wird es wieder besser. Lädt gerade noch schnell runter. Nächste wird wieder besser. Okay? Worauf habt ihr mehr Lust, Chat? Wollt ihr einen Kurier spielen oder einen Busfahrer?
Schreib mal eins in den Chat für Kurier, zwei für Bus. Okay. Hier wurde heute schon ordentlich gespoopt. Hier wurde insane heute gespoopt. Okay, dann fahren wir wohl Bus, ne? Oh, Chat. Das erste Spiel, was wir heute gespielt hatten, wo ich meinte, dass das eigentlich ein geiles Game ist, aber die Abstürze. Die haben es ja mich nicht durchspielen lassen, weil wir zwei Abstürze hatten. Das hat ein Update gerade. 37 Megabyte Update. Vielleicht genau deswegen. Vielleicht genau deswegen. Aber wir fahren jetzt Bus. Es lädt noch runter. Wir werden der nächste Busfahrer im Sommerhaus. Bitte nicht. Also es ist legit ein Busfahrer-Game, Chat. Also es ist ein Horrorspiel aus der Sicht eines Busfahrers. Okay, wir können anfangen. Busfahren in Osnabrück. Das ist der gruselig, oder was? So. Zieht euer Ticket. Steigt ein. Ich bringe euch, wohin immer euer Herz euch es verlangt. Epic Versink. Okay, let's go. Keep an eye on the passengers. Boah, ich hab sogar eine Katze dabei! Hello there, welcome aboard to your first day at Bus. Thanks for filling in so quickly. It's been our final replacement drives after the previous ones. Many passengers you see at Bus. And this after the ding, not before. Digga, was redet er da? Junge, halbe Minecraft-Sounds hier. Remember to open the door for the passengers! Alichan, dankeschön. Für 32 Monate. Hello there, welcome aboard to your first day at Bus. Thanks for filling in so quickly. It's been our final replacement drive. Ich dachte, der Lenkrad ist halt auf der rechten Seite, also muss ich rechts fahren. Open the door, young man. Stop 661.
661 will er aussteigen. Sehe ich irgendwo eine Zahl? Wohl gut. Space but to look over your shoulder. Okay. 660, okay, die nächste müssen wir anhalten. Habe ich eigentlich eine Zeit, auf die ich achten muss? By the way, wir haben da Leute, die sind verboten. Wir haben zwei Leute, die nicht in diesen Bus rein dürfen. Der was? Achso, der will aussteigen. Der hat Bing gemacht. Security Cameras? Ja, Security Camera ist safe. Alles gut. Aber wo ist der hin? Ich sehe ihn nicht durch die Schulter. Ich sehe über die Schulter. Ich sehe ihn nicht in der Kamera. Ach, da. Ich kann die Kamera switchen. Okay, hier, so. Junge, ist der weggesprintet. Thank you. Okay, weiter geht's. Okay, ab wann beginnt der Horror und was wird der Horror sein? Was wird gleich hier passieren? Wie nett, dass er Danke sagt. Sagst du das nicht im Bus? Das ist die nicht, ne? Das ist eine andere. Ich kann auch die Musik ausmachen, so. So, wo sitzt die? Da sitzt sie. Die hat sich genau auf denselben Sitzplatz gesetzt wie der Opa. Was? Der Horror beginnt schon. Okay. Ah, die ist noch da. Hat die gesagt, wann die aussteigen will? Nee, ne? Die wird schon pingen, denke ich. Oh, Grüße. Das ist ja nicht. Hab mich ein bisschen eingemacht. Bin zusammengezuckt, not gonna lie. Als ob. Wieso wollte sie sich hingesetzt? Da hinten in der Ecke. Busse sind meine Safe Spaces! Pranked. No, I don't think so. No way. Not that bus. Nuh-uh. I might be dumb, but I ain't that dumb. You think I'm getting on that bus? That bus? Oh, no. No freaking way. No. Okay. Und weggesprintet. Einfach in die Wildnis. Er dachte sich, diese scheiß Busfahrer halten nicht mehr an. Fahren einfach durch. Scheiß auf die Menschheit. Ich gehe zurück in den Wald. Er beginnt jetzt ein neues Leben. Blutige Hände!
Okay, jemand will aussteigen. Ich muss hier raus! Hallo? Was für Bad Vibes oder was? Hä? Was will die Alte? Ich gebe mir voll Mühe. Die Katze streicheln. Ich finde, ich mache meinen Job gut. Leute, es ist doch niemand hier. Wieso soll ich anhalten? So viele Stoppschilder. Don't stop, don't stop, don't stop steht hier überall. 666! Chat, ist das der Linke? By the way, Glatze! Glatze! Ist das der Linke? Könnte vielleicht sein. Wir sind tot, Chat. Wo sitzt der? Da hinten. Scheiße. Genau der steigt bei 666 ein. Verdammt. Okay, ich kann Vollgas geben. Nitro? Shift? Okay, er will direkt aussteigen. Sehr gut. Ich will den creepy alten Mann da nicht hier drin haben. Das, was diese Busfahrer fühlen. Ich verstehe es. Ich verstehe diesen Ärger, den sie entwickeln. Ich kann es nachvollziehen jetzt. Ich fühle diese Wut, diesen Hass. Okay, da saßen gerade ganz viele. Bing, bing. Oh, der ist ja super cool. Er ist der Auserwählte einfach. Ne, ist nicht empty, da sitzt der Opa noch. Oder sieht er den Opa gar nicht, Chat? Nee, good evening, Sam, sagt er, okay. Die kennen sich sogar. Ja, wirklich, der sieht aus wie so ein Einbrecher. Da waren schon wieder ganz viele Köpfe. Dönerbuden Ali einfach. Tschüss! Was passiert mit meinem Bus?
und ich mache eine neue Gamba für, ob wir einfach nur eine weitere Reihe schaffen. Aber ja, so, ja, sie ist noch nicht da. Deshalb machen wir jetzt das letzte Spiel. So, Gamba läuft, Leute. Zeit für Hunde-Horror-Game. Also, Dorgo wird uns eine Reihe bringen. Gutes Spiel wird uns eine Reihe bringen. Und dann brauchen wir halt mehr als nur eins. Aber das sind die einzigen, ne? Nee, Protagonist stirbt, geht auch. Okay. Also, wir haben drei easy Möglichkeiten. Oder genau, Story. Vier. Ich bin blind. Vier. Vier Möglichkeiten haben wir. Das ist easy passiert. Okay. Dann let's go. Das letzte Spiel für heute ist jetzt das Kurierspiel. Einfach kurz Alan Wake starten und wir haben ein gutes Spiel. Ja, aber das ist nicht so kurz. Night Groove. Let's go. Verwackelte Kamera direkt ausmachen. Direkt. Oh, Sprache Deutsch. Stimmt, da steht ein neues Spiel. Das ist auch vorerst das letzte Bingo, ne Chat? Nächste Woche machen wir kein Bingo. Ich habe eine ungewöhnliche Bestellung erhalten. Von einem Ort mit einem sehr zweifelhaften Ruf. Nagrove. Das konnte ich nicht ablehnen. Und so bin ich hier gelandet. Okay. Haben wir nächste Woche ein gutes Spiel? Mal schauen. Hallo? Jemand da? Paket für Sie! Es ist auf der anderen Seite verschlossen. Deutscher Text gleich gutes Spiel. Nee, in der Regel heißt es bei solchen Spielen deutscher Text gleich automatischer Translator drüber gehauen. Mochte die Font irgendwie. Ja, die Font hat ein bisschen was von meiner alten Creepypasta-Videos. Ja, wir machen freitags immer Horror. Ich meine, nur nächste Woche Freitag kommt halt kein Bingo. Nicht, dass nächste Woche Freitag kein Horror kommt. Es ist zu dunkel da drin. Okay, wir müssen eine Taschenlampe finden. Die Legs? Die Mini-Legs? Ich habe dir eine Pizza mitgebracht. Was? Habe ich gerade einen Topf auf den Kopf bekommen? Mein Kopf tut weh. Hey, Lieferjunge. Tut mir leid, dass meine Bestellung Sie in diese Falle gelockt hat. Hehe, der Chef des Hauses wird dich nicht einfach gehen lassen. Deshalb muss ich dir helfen. Sieh dich um, während ich nach Möglichkeiten suche. Sicherheitsmann Bob. Ich bin froh, dass es in diesem Haus normale Menschen... Was stand da gerade? Normale Menschen gibt? Ich werde hier wichtige Informationen aufschreiben. Fucking Bob. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist super leise. So. Jetzt ist der bei Blut. Junge, das ist sehr viel Blut, das ist kein Mensch. Haben die hier irgendwie ein Rind geschlachtet oder was? Gesperrt. Ich glaube, jemand beobachtet mich.
ist auf der anderen Seite verschlossen, ja. Ich komme hier nicht mehr raus. Oh, das ist Tomatensoße von der Pizza. Aber welches Tier hat so viel Tomatensoße in sich? AI. AI-generierte Bilder, stark. Ist aber auch ein Vibe, oder? So eine Graffiti-Wand in seinem Haus zu haben? Diese Schreie kommen eindeutig aus dem Keller. Es sieht so aus, als hätte es hier kürzlich Abendessen gegeben. Der Tee ist noch heiß und völlig unberührt. Die verdammte Tasse ist leer. Ah, hier, okay. Ah, Schlüssel. Ach, und der Onkel, natürlich. Der Onkel mal wieder. Alle trinken Tee, nur der Onkel kriegt wieder ein Bier. Lecker Bierchen. Drei Kühlschränke! Vier Kühlschränke! Zwei Trockner oder Waschmaschinen? Okay. Weißt du, vier Kühlschränke, aber dann so eine kleine Mini-Spülmaschine. Wo die passenden vier Fritteusen dazu. Ja, ich habe einen Schlüssel bekommen. Für welche Tür aber? Hier, okay. Okay, hier. Oh mein Gott, als ob gerade jemand gehäutet worden wäre. Schlüssel? Auge. Ich kann es nicht mehr ertragen. Das ständige Geschrei aus dem Keller macht mich wahnsinnig. Vor kurzem konnte ich einen Ersatzschlüssel für einen Überwachungsposten stehlen. Ich habe jemanden kommen hören. Jetzt hatte ich die Hoffnung auf Rettung. Leider konnte ich ihm nicht helfen. Ja, er ist auch fucking tot. Ich dachte, auf dem Zettel stand, dass dies das Zimmer ist. Nicht alle Türen sind für mich offen, aber eines weiß ich mit Sicherheit. Der Chef des Hauses hütet alle seine Geheimnisse auf dem Dachboden. Viel Glück bei ihrer Suche. Wachmann Bob. Fucking Bob. Okay, Dachboden. Wie kommen wir auf den Dachboden? Ja, die Übersetzung scheint... also entweder hat der Autotranslator es gut hinbekommen... Oder es wurde wirklich händisch übersetzt. Es fällt noch nicht so auf, dass es per Auto-Translator ist. Ja, wo ist denn der Dachboden? Wo ist die Dachluke? Irgendwie passiert nichts, ne, in dem Spiel. Tja. Wir müssen auf den Dachboden gelangen. Ja, ich weiß noch nicht mal, wo der überhaupt ist. Junge, hier wird der mies Fernseh geguckt. Schön Anime schauen, Alter. Digga, ich hab keine Ahnung.
Ich habe keine Ahnung, wo die Luke ist. Da ist eine Kamera, lol. Ich bin wütend. Junge, wo ist die Dachluke? Kann ich die überhaupt sehen bei dem Licht? Also ich kann ja 20 Mal hier noch durchlaufen. Hier ist nirgendwo eine Dachluke. Und ich kann 20 Mal die Türen anklicken. Die gehen trotzdem nicht auf. Okay, random Musik. Yo, der Ferdi schenkt einfach 10 Mitgliedschaften auf YouTube, du Legende, Mann. Dankeschön. Du bist die Erleuchtung, bringe Licht ins Dunkle. Okay. Das ist alles schrecklich, Chat. Warum nicht eigentlich aus dem Fenster springen? Ja, weil wir wollen doch auf den Dachboden. Mann, folgst du der Story gar nicht? Wir wollen doch gar nicht aus dem Fenster. Vielleicht liegt auch irgendwo random Scheißschlüssel rum. Und dann kann ich eine der Türen damit öffnen. Aber wenn das wirklich darauf hinausläuft, dann sollte die Person, die dieses Spiel gemacht hat, lieber keine Videospiele machen. Ich glaube nicht, dass es ein gute Idee ist, aber ich muss mir das ansehen. Okay. Das war weird. Ich konnte mit dem Kühlschrank, beim Kühlschrank war so ein Interaktionssymbol, aber ich konnte den Kühlschrank nicht öffnen. Ich glaube, jetzt kann ich den Kühlschrank öffnen. Einfach Fortnite-Zombie. Einfach Fortnite-Zombie. Ey, bei solchen Spielen frage ich mich echt, ey, also solche Leute, die sowas machen, haben die jemals Horrorspiele gespielt? Oder machen die das einfach nur... Einfach, weil sie denken, das ist ja easy. Damit kann man easy ein bisschen Cash abholen. Wenn der Typ, der das Spiel gemacht hat, Horrorspiele spielt. Oh, ich habe Holz eingesammelt. Der wird doch never das hier gut finden. Okay, ich habe die Tür verbarrikadiert und wieder aufgemacht.
Schaffen wir noch eine schnelle Mark? Hallo? Okay. Let's go. Es ist ein Fahrstuhlspiel. Und ich bin scheinbar sehr, sehr klein. Warte. Diese Fixer. Irgendwie süß. Junge.
Wo ist die Alte? Aber ja, Chat. Wir haben 3 Reihen geschafft. Wir hätten vielleicht sogar eine 4. Reihe geschafft. Mit dem Patch von dem Spiel, von dem ersten Spiel. Mit dem Patch, wenn es dann nicht mehr abstürzen würde, hätten wir vielleicht sogar 4 Reihen gehabt. Das war gut gerade. Nein. Nein. Oh man. Ja, Chat. Das letzte Mal, das vorerst letzte Mal Horror-Bingo und sogar 2-mal The Gamba für die Believer geschafft. Sehr stark. Sehr stark. Aber ja, für heute ist es dann jetzt auch vorbei, Chat. Nächste Woche, Freitag, gibt es dann kein Horror-Bingo. Wir müssen wieder ein bisschen entspannen. Ne? Nicht, dass es jetzt zum Standard wird und dann mich alle hassen, wenn wir kein Bingo machen. Vielleicht nächste Woche, Freitag, gute Spiele, die auch etwas länger gehen, ja, und kein Bingo. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder, ich glaube um 16 Uhr.